Spuren. Eine Hörspielreihe frei nach Akten der Berliner Kriminalpolizei. Was hast du wegen der Angst? Komm mal erst durch die Sperre. Hat sich hier lohnt? Na klar. Was kommt das denn? Ihre Fahrkarten, junge Frau. Ihre Fahrkarten, junge Frau. Ein paar Beugen. Dann kriegen wir doch alleine nicht weg. Mach dir keine Sorgen. Wir schaffen das schon. Mach's gut, Heinz. Du auch. Meld dich mal. Mach ich. Also, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Verzeihung, junger Mann. Sie kommen doch sicher aus Russland. Direkte Mangmutchen. Haben Sie da vielleicht meinen Werner getroffen? Werner Schröder. Schröder? Aus Berlin? Ja, ein großer, stattlicher, rotblond, wissen Sie? Ja, tut mir leid, in meinem Lager war er nicht. Gold, Silber, Wertsachen. Hat er denn geschrieben, dass er heute kommt? Geschrieben hat er seit 44 nicht mehr. Gold, Silber, Wertsachen? Vermisst stand in dem Brief. Aber ich gehe zu jedem Zug. Tausche Damenschuhe, Größe 37. Na, Kumpel, hast du einen Namenbeutel? Tabak? Woher wissen Sie da was dort? Alle Heimkehr am Tabak. Zeig her, lohnt es sich? So ein paar prima Damenschuhe, oder lieber? Ratscha! Verdammt, Mensch, komm, wir müssen verduften. Halt! Nein! Oh, die zwei sind in den Hausflur. Da kommen sie, Bleiben Sie stehen, Mann. Sie auch. Sie bleiben lang. Das könnte dir so passen. Alles auf den LKW, wenn ich bitten darf. Chiffre RV263. Ein Kriminalhörspiel von Horst Gerard. Die Karre haben sie aber noch von Stalingrad zurückgeschickt, wa? Wollte nicht mal der Ivan haben. Ja. Kopf weg, da kommt der Motor. Geil. Die Schaukel sollten sie mal schön putzen und dann auf den Mist fahren. Für eine Polente ist sie gut genug. Siehst ja, sie fahren so ja der Auto wohl Auto vom Schlesischen Bahnhof mit. Achtung, Kurve! Holla, holla, junger Mann. Bleiben Sie senkrecht. Entschuldigung, habe ich Sie hier... Naja, ist halb so schlimm. Ist ja nun mal kein Rolls-Royce. Wissen Sie, was das Ganze hier überhaupt soll? Kommen Sie vom Mond? Oder tun Sie nur so? Ja, nicht ganz so weit. Ach so. Aber im Ernst, wo geht's denn überhaupt hin? Zum nächsten Revier. Und dann, je nachdem, ne? Was haben Sie denn bei sich? Ein bisschen Tabak. Ist das verboten? Naja, mitgefangen, mitgehangen. Endstation, alles aussteigen. Immer langsam mit die jungen Pferde. Ja, Beeilung, Beeilung. Erster Stock links, wenn ich bitten darf. So. Da wollen Sie also erst vor einer Stunde angekommen sein. Ja, so ungefähr. Papiere? Hier mein Entlassungsschein. Heinz Gerber, geboren 8. November 1920, entlassen 7. Juni 1946, Frankfurt-Oder. Und wo haben Sie den Tabak her? Gekauft. Wo? Am Schlesischen Bahnhof? Nee, in Zuschenskoje, wenn Sie es genau wissen wollen, für die letzten Rubel. Na, da will ich Ihnen das mal glauben. Da, Ihr Schein. Aber lassen Sie sich nicht wieder auf dem schwarzen Markt erwischen. Werd mich hüten. Na, und Ihren Knaster, wollen Sie den nicht mitnehmen? Ich dachte, der ist beschlagnahmt. Danke. Wenn Sie rauchen, Herr Kommissar? Das könnte einen falschen Eindruck machen, danke. Na, dann nicht. Wie lange waren Sie eigentlich nicht zu Hause? 4 Jahre. Angehörige? Im November 43 umgekommen. Und was wollen Sie nun anfangen? Irgendein Auto fahren. Das Einzige, was ich bei Preußens gelernt habe. Beim Ivan hatte ich so einen großen Studebaker. Da werden Sie aber umlernen müssen. Wieso?
Weil die Autos auch im Krieg geblieben sind. Von Benzin und Reifen gar nicht zu reden. Da. Gucken Sie sich doch das Wrack an, das bei uns auf dem Hof steht. 3 Reifen geklaut und wir laufen. Na, ich werde schon was finden. Arbeit gibt's genug. Sie haben ja gesehen, wie Berlin aussieht. Oder kommen Sie zu uns? Zur Polizei? Nee, danke bestens. Uniform steht mir bis hier. Kommt ja nicht auf die Uniform an, sondern auf den, der drinsteckt. Außerdem, ich trage auch keine. Na dann. Und wenn Sie Schwierigkeiten haben, melden Sie sich ruhig bei mir. Kriminaloberssekretär Wendorf. Danke. Ich hoffe, nicht nötig. Na endlich. Die nehmen es wohl ganz genau. Ein recht freundlicher alter Herr. Beinahe wäre ich bei der Polizei gelandet. Wie? Na, wenn ich Sie öfter mal festnehmen durfte. Oh, das könnte Ihnen so passen. Und wer weiß, ob wir uns sonst wiedersehen. Mein Name ist übrigens Gerber, Heinz Gerber. Rita Vogel? Ja, hier. Kommen Sie bitte. Aber wie ist denn das nur mit dem Wiedersehen? Sie haben doch gehört, ich werde verlangt. Ja, dann wenigstens Hals und Beinbruch. Danke. Hallo Rita. Sie kommen ja so spät. Ja, ich wurde aufgehalten. Haben Sie die Briefe? Und dann bis hier in diese Kneipe. Ging nicht anders heute, wir haben zu tun. Ausgerechnet hier? Tja, man muss sich anpassen, Mädchen. Und nicht so viel fragen. Hm? Morgen, wie immer, 12 Uhr, Bahnhof Zoo. Schönen Abend noch. Warum, du bringst Rita nicht an den Tisch? Keine Zeit, Papa, gib mal die Times, das könnte sein. Ja? Ach, entschuldigen Sie. Chiffre RV263? Wie bitte? Ja, Sie lesen die Times. Man schrieb mir einen Brief, dass sich daran jemand erkennen soll. Ah, oh, Herr Glaser aus Löwenberg. Ja. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Haben Sie unseren Brief mit, in dem wir... Ja, ja, natürlich. Hier. Mhm. Bitte. Danke. Sie sind Fuhrunternehmer? Ja. Und ich brauche dringend ein Zwillingsrad für meinen Henschel-Laster. Ah, Henschel. Sie können haben. Guter Rad, fast ungebraucht. Ist ja ausgezeichnet. Was soll es kosten? Sie machen Angebot. 6.000, wenn es so ist, wie Sie sagen. Ja, ich glaube, Sie machen Spaß. Sie doch sagen Zwillingsrad. Ja, was dachten Sie denn? Doppelte. Was, 12.000? Dafür bekomme ich ja fast einen neuen Wagen. Dann, Sie müssen ihn kaufen. Komm, Johnny. Ja, aber warten Sie doch, meine Herren. Wenn ich nun sage, 9.000, bar auf den Tisch. Unsere Preise stehen fest. Wenn Sie können billiger kaufen, bitte. Ja, aber ich habe nur 9.000 bei mir. Dann können nicht kaufen. Herr Wirth. Also gut. 9.000 Mark und 3 Zentner Mehl. Wo Sie haben das Mehl? In Löwenberg. Mama mia. Ich habe doch nicht gestohlen, meine Zeit. Nicht so laut. Sie müssen verstehen, Herr Glaser, Zeit ist Geld. Wir können verkaufen die Rad noch heute. Und wenn ich Ihnen die 9.000 als Anzahlung hier lasse und morgen mit dem Mehl komme? So etwas machen nur Ärger. Sie haben doch keinerlei Risiko dabei. Ja, und wenn etwas dazwischen kommt? Sie brauchen nur mit dem Mehl angehalten zu werden und können nicht weiter. Was fangen wir da mit dem Geld an? Tja, es tut mir leid, Herr Glaser, ich würde Ihnen gerne helfen, aber ja, Moment. Das Einzige wäre, dass man das Geld irgendwo an neutralem Ort deponiert, wo Sie es wieder abholen können, falls was nicht klappt. Deponieren? Ja, aber bitte. Vielleicht hier beim Wirt. Nein, Johnny, wir lassen diese Dinge. Sache, meinst du? Was ist denn uns Anzahlung, wenn wir doch nicht bekommen Geld? Dann, wir können warten gleich bis morgen und wenn er nicht kommt... Aber wir haben doch die Sicherheit, dass Herr Glaser wiederkommt, wenn er so eine Summe in Berlin lässt. Ja, ja. Andererseits haben wir das Geld nicht auf dem Hals, wenn was schief geht. Naja... Und Herrn Glaser täten mir einen großen Gefallen. Völlig richtig. Nun, machen, was du willst. Herr Wirt, Moment. Wir stecken das Geld am besten in einen verschlossenen Umschlag, den Sie signieren. Der Wirt braucht ja gar nicht zu wissen, wie viel drin ist. Misstrauen Sie ihm? Es gibt ja 3 Zeugen. Aber was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Moment. Genügt das Kuvert? Ja, selbstverständlich. Dann wollen Sie mir bitte mal das Geld rübergeben, ja? Ja. Herr Wirt... Ach, der hört nicht. Augenblick, komme sofort. So. Und signieren, Herr Glaser. Oh. Ah, du, die können vorsehen. Entschuldigen Sie, Herr Glaser. Ist was passiert? Naja, mir soll ja keine Flecken geben. Nee, das hier bestimmt nicht. Tut mir trotzdem leid.
Haben wir die Unterschrift schon? Nein, dann bitte, Herr Glaser. Ja. Sie hatten gerufen. Ja, ich habe eine Bitte, Herr Wirt. Hm? Glaser, mein Name. Wolf, angenehm. Können Sie den Umschlag hier bis morgen aufbewahren? Wozu denn das? Ja, das Kuvert enthält eine Anzahlung in einer Kaufangelegenheit. Nee, meine Herren. Ich bin keine Bank. Mit so weit gebe ich mir nicht. Aber es ist doch nur bis morgen, Herr Wirt. Wenn die Sachen nicht zustande kommen, dann kann ich meinen Betrieb an Nagel hängen. Hm. Das ist denn da auch Geschäftsmann, Herr Wolf. Ja, und wenn was passiert? Na, hier kann eingebrochen werden, ein Brand ausbrechen oder sonst was. Das Risiko liegt allein bei mir. Ich bitte Sie. Aber ich übernehme keine Verantwortung. Eben sehr. Na, also. Na, was darf ich die Herren bringen? Noch vielleicht 3 Wodka, wenn sie einen unter der Theke zu stehen haben. 3? Ja, für mich bitte nicht. Ich muss noch meinen Zug erreichen. Sie sind doch nicht böse, meine Herren. Bis morgen dann. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Glaser. Wiedersehen. Na, alter Grieche, wie haben wir das gemacht? Du haben viel gelernt, Johnny. Die 9000 sind uns erstmal sicher. Jetzt wollen wir abwarten, was Rita morgen Mittag bringt. Wer ist da? 3-mal dürfen Sie raten. Sie? Ich? Woher wissen Sie denn, wo ich wohne? Amtsgeheimnis. Der Name war bekannt, Rita Vogel. Die Adresse auch eine Routinesache. Na, jetzt geben Sie aber an. Ich wollte Sie wiedersehen. Das ist alles. Bitte? Sie erinnern sich also noch. Gerber. Heinz, wenn das einfacher zu merken ist. Legen Sie da nicht ein bisschen zu viel Tempo vor? Na, immerhin haben wir doch schon zusammen auf einer Bank gesessen, ne? Auf dem Armsünderbänkchen. Bank ist Bank. Also ich muss den Leuten ja direkt dankbar sein, dass sie uns neulich festgenommen haben. Na, nun mal ernsthaft, Herr Gerber. Woher kennen Sie denn meine Adresse? Ist auch die Polizei dran schuld. Die Leute haben die Angewohnheit, alles aufzuschreiben. Steht alles im Tätigkeitsbuch. Tätigkeitsbuch? Na, bei der Kripo. Rita Vogel, geboren am 11. Mai 1924, wohnhaft Friedrichsfelder Straße 11. Stimmt's? Und davor steht mein Name. Ja, und wie kommen Sie an dieses Tätigkeitsbuch? Kriminalanwärter Gerber. Was? Ah, nur fürs Erste, falls Sie das beruhigt. Ja, ich kann ein bisschen Auto fahren. So ziemlich das Einzige, was ich kann, aber das ist nicht gefragt. Und da dachte ich, gehst du mal zur Polizei, wenn einer Autos hat, dann die. Na und? Hat sie welche? Ja, auch nur so eine alten Schlitten. Der noch dazu den Fehler hat, dass ihm 3 Reifen abhanden gekommen sind, geklaut. Ist aber ein schlechtes Renommee für Ihre Firma. Ja, ich war aber damals noch nicht dabei. Mhm. Daran wird's liegen. Na, keine Angst. Ich mach die Karre schon wieder flott. Wenn ich erst weiß, wo ich Reifen herbekomme, dann sitze ich bald wieder auf dem Bock. Ja, ich würde Ihnen ja gerne eine Tasse Kaffee anbieten. Aber leider, wir haben ja Stromsperre. Verstehe mal, Kaffee? Ja, das Wort habe ich ja zur Konfirmation das letzte Mal gehört. Wird langsam wieder gebräuchlich. Wenn auch hinter der vorgehaltenen Hand. Ja, vielleicht nehmen Sie inzwischen mit einer Zigarette vorlieb. Streichhölzer sind auch da. Aktive? Och, Amis. Rauchen Sie die nicht? Ach, doch, doch. Bin ich anscheinend an ein vermögendes Mädchen geraten, wie? Bohnenkaffee, Amis. Ein altes Auto haben Sie wohl nicht zufällig im Keller. Nein, leider nein. Wieso? Doch, dann könnten Sie mir die Reifen borgen. Na, das müsste ich mir ja noch sehr überlegen. Aber vielleicht kann ich Ihnen trotzdem helfen. Sie? Und wie wollen Sie denn an Reifen kommen? Mein Dienstgeheimnis. Das wäre ja eine Wucht. Also versprechen kann ich da gar nichts. Ich kann lediglich mal mit meinem Bekannten reden. Na, und wann könnte denn das sein? Na, vielleicht übermorgen. Ach, morgen geht's nicht, was? Warum so eilig? Na? Ach, nichts. Dann könnte ich Sie schon morgen wiedersehen. Oh, Verzeihung, ich vergaß. Der Bekannte. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Nur ein Grund mehr, sich um Sie zu kümmern. Na, bei Ihnen möchte ich aber nicht im Wagen sitzen. Warum? Sie geben zu toll Gas, überhöhte Geschwindigkeit. Aber auf die Vorfahrt wird bei mir geachtet, das müssen Sie zugeben. Aber entschuldigen Sie, das muss man auch erst wieder lernen. Was? Nur mit Mädchen umzugehen. Na, nach allem, was ich bisher bemerken konnte, liegen Sie ganz gut im Training. Oh, verstehen Sie das nicht falsch. Sie,
Sie sind mir sehr sympathisch. So? Haben Sie heute Abend Zeit? Und wenn ich ja sage? Wie denn? Ja? Ich wollte nämlich nur einen kleinen Bummel vorschlagen. Vielleicht kriegen wir sogar irgendwo ein Gläschen Alkoholat auf die Auffrischung unserer Bekanntschaft. Wo ist denn hier was los in Berlin? Da überlassen Sie mir mal lieber die Führung. Mahlzeit, Gerber. Sie hatten den Wecker für die zweite Schicht gestellt, wie? Entschuldigen Sie, Kollege Wendorf, meinen Zug. Seit wann braucht man von der Frankfurter Allee hierher einen Zug? Na, ich wohne ja bei einem Freund in Bernau. In Bernau? Bei der Einstellung haben Sie aber doch... Ja, sonst hätten Sie mich ja nicht genommen. Nee, aber Bernau hätte Sie eingestellt. Weshalb wohnen Sie denn nicht in Berlin? Na, ich habe was gegen Zugluft. In dem Haus fehlen nämlich Wände seit 43. So. Aber gemeldet sind Sie da. Na, ich will ja nicht ewig auf der Kuhblecke bleiben. Außerdem sind hier die Lebensmittelkarten besser. Sie? Aber davon weiß ich nichts. Verstanden? Verstanden. Wollen wir wenigstens pünktlich frühstücken. Was haben Sie denn da? Ja, da lauert auch sein gutes. Rote Beete, frisch vom Feld. Frisch vom Feld? Ja, an den Umgang mit Brotmarken muss ich mich erst gewöhnen. Na, kosten Sie hiervon mal. Nein, danke schön. Leberwurst. Nehmen Sie doch. Danke. Schmeckt ja ausgezeichnet. Ein bisschen Wasser, Mehl und Majoran. Übrigens nicht frisch vom Feld. Ja? Nein, Kriminalanwärter Gerber. Augenblick bitte. Für Sie, Kollege Wendorf, ein Inspektor Zabel vom Präsidium. Er will wissen, ob wir den Fleischermeister Rabe schon haben. Ah, geben Sie mal her. Bitte. Ja, Kollege Zabel, hier Wendorf. Rabe, nichts Neues. Scheint rechtzeitig getürmt zu sein. Ja, das weiß ich nicht. Fragen Sie doch mal beim Ami nach. Wohnung besetzen? Tut mir leid, Kollege Zabel, wir haben ja hier auch was zu tun. Bitte, wie Sie denken. Aber ob es lohnt, das bezweifle ich. Was hat denn der Rabe ausgefressen? So, also ein neumodscher Kram. Fleischmarkenmanko. Kostet unter Umständen 5 Jahre Z. Noch eine Stulle? Hm. 5 Jahre, so viel? Ist natürlich wichtig, dass in der Versorgung alles glatt geht, aber meine Hochzeit ist das nicht. Ich von der Kripo wegging, das war 32, befassten wir uns mit anderen Sachen. Sie waren schon mal bei der Kripo? 8 Jahre. Ringvereine, Tresoreinbrüche, Schenkerbanden, das war mein Metier. Da ging es um Zigtausende. Und ist da mal was schiefgegangen, 32? Ach wo. Ich war nur kein Chamäleon. Bei 32 waren auch die Nazis noch gar nicht dran? Offiziell noch nicht. Zuerst war ich ja böse, ein Jahr später aber froh. Es gab damals nur 2 Möglichkeiten. Entweder Leute reinbringen, die... Naja, Sie wissen ja, oder selbst den Knast. Und holen wir mal wieder. Hier ein Vorführersuchung vom Landesgesundheitsamt. Kümmern Sie sich mal um die Dame. Dame ist gut. Und das nächste Ende von hier. Nehmen Sie die Straßenbahn. Die Frau mit der Straßenbahn herbringen? Haben wir schon mit ganz anderen Leuten machen müssen. Wann sind denn die Reifen von unserem Wagen eigentlich geklaut worden? Wollen Sie die Sache aufklären? Aber wenn's geht, warum nicht? Wer weiß, unter welchem Wagen die jetzt rollen. Mann, für neue ist kein Geld da. Geld? Es gibt einfach keine. Haben Sie mal gelesen? Einmaliges Angebot, Verkauf für Autoreifen. Telegraph, Annahmestelle Berlin, Wilmersdorf, Kaiserdamm 208, Schiffe RV 263. Ja und? Dann melden wir uns doch mal. Vielleicht kriegen wir den Hirsch da unten wieder auf die Beine. Aber nicht mit Telegraphreifen, wenn ich bitten darf. Womöglich ist das kaschierter Schwarzhandel. Umso besser, dann beschlagnahmen wir die Dinger. Gerber, Sie mit Ihrem Autofimmel. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Und nun kümmern Sie sich um das Nutzen. Ist auch eine nützliche Beschäftigung. Na endlich. Ich denke, du bist gestorben. Entschuldigen Sie, Papa. Ich wurde aufgehalten. Du hast Briefe? 3. Und wann gehen wir bei den Theater oder Kino oder tanzen? Nun fangen Sie doch nicht wieder davon an. Warum? Du haben immer gut bei mir. Gut essen, gut trinken, Kleider. Alles, was Frau will haben. Zurzeit brauche ich 4 Autoreifen.
Du hast Auto? Nein, ein Bekannter von mir. Ah, du hast einen Bekannten und er hat Auto. PKW, ja? Ein Adler Triumph, glaube ich. Dann ihm sagen, ich nur Reifen für LKW. Ich kann nicht helfen. Hier hast du dein Paket. Alles schöne Sachen zu essen. Aber nicht für deine Freund. Donnerwetterräder, Sie sind ja direkt eine Partie. Corned Beef. Ich habe auch Butter. Amerikanische Konserven. Na, wo haben Sie denn diese Reichtümer her? Männer Ihres Schlages dürfen alles essen, aber längst nicht alles wissen. Also ängstlich sind Sie wohl gar nicht, was? Sie können Ihre Kriminalistenseele beruhigen. Ich habe die Sachen weder vom schwarzen Markt, noch sind sie gestohlen. Na, beruhigt mich ja ungemein. Was machen denn die Reifen? Oh, das finde ich ja geschmacklos. Ich setze Ihnen hier die leckersten Sachen vor und Sie fangen mit Ihren Autoreifen an. Oh, Verzeihung. Na, ich habe Ihnen ja gesagt, an dem Umgang mit Frauen, da muss ich mich erst wieder gewöhnen. Dann geben Sie sich mal Mühe. Mit den Reifen, das wird nichts. Will Ihr Bekannter nicht ran? Nein. Angeblich hat er nur welche für LKW. Was heißt angeblich? Na, ich glaub's nicht. Machen Sie mal die Flasche auf. Also sagen Sie bloß, jetzt gibt's noch Schnaps. Eigentlich wollte ich ihn ja verscheuern, aber seitdem ich Sie kenne, traue ich mich nicht mehr. Heinz Gerber, Bernau, Berliner Straße 228. Johnny, fahren S-Bahn nach Bernau. Wieso? Hier wollen jemand kaufen Reifen für PKW. Bernau? Bisschen nahe. Zeig mal hier, was gibt's denn sonst noch? Berlin, Gartenfelde. Reichlich mager heute. Was ist Gartenfeld? Ja, auch Berlin, das hat keinen Zweck. Also bleiben nur diese Gerber. Was schreibt er denn? Brauche zum Aufbau meines PKW 4 Reifengröße. Das sind ja die, die wir zufällig am Lager haben. Wir wollen versuchen? Ja, kein Wort davon, wozu den PKW braucht. Ja, was könnte schon passieren, wenn er ist Privatmann? Was? Eine ganze Menge kleine Anzeige. Ja, wissen nicht, wo uns finden. Ja, Leute wie dieser Glaser, die sind sicher. Der weiß, dass er als Geschäftsmann keine bewirtschafteten Waren kaufen darf, wenn er nicht mehr rangenommen werden will als wir. Schon der Versuch ist strafbar. Solche Leute setzen keine Lampen. Gott und Alliierten haben eingerichtet, dass wir seien geschützt vor solchen Menschen. Also schön. Bloß nicht leichtsinnig werden. Also Gerber, ja oder nein? Ja, aber Vorsicht. Herr Gerber? Ja, der bin ich. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Haben Sie den Brief, den wir Ihnen geschrieben haben? Moment. Bitte, hier. Danke. Na, wie war die Reise? Nicht so einfach, jetzt von Bernau nach Berlin zu kommen, weißt du? Tja, früher ging's schneller. Sie schrieben, Sie hätten die von mir benötigten Decken 50016? Wir haben. Aber zu welchem Zweck? Sie brauchen Ihr Auto. Spielt das eine Rolle? Oh ja, wir müssen wissen, weil wir wollen helfen Menschen. Die brauchen ihre Fahrzeuge für Geschäft oder Betrieb. Reifen dürfen nicht sein für Luxus heute. Ja, ich brauche die Reifen auch für... Ich beschäftige mich zurzeit mit Lumpen. Was für Geschäft? Altmaterial. Ah, man könne dabei verdienen Geld? Ja, man muss zufrieden sein. Wie viel Sie wollen anlegen für Reifen? Tja, wie sieht's denn mit dem Profil aus? Ist noch was drauf? Sie denken, wir Sie wollen betrügen? Unsere Reifen sind nagelneu, echte Conti-Ware. Wo haben Sie denn die noch her? Wir hatten Gelegenheit, Wehrmachtsbestände aufzukaufen. Ah, da haben die Zahnmöpse jahrelang mit dem Arsch drauf gesessen und jetzt... Ja, das sei uns egal. Machen Sie ein Angebot. Sie sind die Verkäufer. Nun gut, Stück... 3.000, Vorzugspreis. Wie viel? 3.000, kein Pfennig weniger. Wollen wir nicht erst mal fragen, wie viel Herr Gerber bei sich hat? Für zurzeit gar nichts. Ich wollte erst mal hören, was... Sie denken, wir gestohlen unsere Zeit? Komm, Johnny. Ja, aber ich... Vielleicht ein anderes Mal, Herr Gerber. Wir haben öfter Angebote. Es würde sich dann allerdings empfehlen, mindestens 7.000 bis 8.000 mitzubringen. Auf Wiedersehen. Früher haben wir mal Bänke gestanden. Woher weißt du denn das? Ich war ja auch mal jung, ne? Aha. Ein bisschen hart, wie? Ach, lass mich noch einen Moment sitzen. Dann guck dir den Wagen an. Franzose. Na, heute hätte ich es auch beinahe geschafft. Was denn? Eine komplette Bereifung aufzutreiben.
Dein großer Traum, wo denn? Ich habe auf ein Inserat geantwortet, im Telegraph. Was hast du? Auf ein Inserat geantwortet. Die bieten welche an, alte Wehrmachtsbestände, weißt du. Was war denn das für ein Inserat? Ein ganz gewöhnliches. So ein dicker Ausländer und noch einer. Aber Preise, sage ich dir. Kann sich die Polizei nicht leisten. Die beschlagnahmt lieber, wie? Polizei? Darf mein Chef doch gar nicht wissen. Der bringt's fertig und schmeißt mich raus. Ach, das war gar nicht dienstlich? Ach, kein Stück. Ich wollte nur mal horchen. Er hat inzwischen noch längst ein anderer weggeschnappt, den Braten. Wenn man wüsste, dass das alles nicht koscher ist. Wollen wir nicht nach Hause gehen? Oh, wie denn nach Hause? Zu mir? Wohin denn sonst? Dein letzter Zug ist doch eben weg. Mir wird doch langsam kalt. Da haben wir den Salat. Was ist denn los, Kollege Wendorf? Sie mit Ihren Autoreifen. Jetzt haben wir Ihre Inseratgeschichte tatsächlich auf dem Hals. Meine Inseratgeschichte? Eine Anzeige aus Oranienburg per Fernschreiben. Da, bitte. Ja, aber ich wollte doch bloß... Wurde ein gewisser Harry Glaser, Fuhrunternehmer in Löwenberg, Sternstraße 84, gestellt, der mit einem LKW 13. Mehl nach Berlin verbringen wollte. Ach so. Was heißt ach so? Geben Sie mal her. Der Mann behauptet aufgrund eines Inserats im Telegraph bei einem Ausländer und einem gewissen Johnny einen Zwillingsreifen angezahlt zu haben, und zwar ausgerechnet bei uns hier im Roten Ochsen, wo das Geld beim Gastwirt deponiert sein soll. Dafür kann ich doch nichts. Aber Sie haben so lange herumgeunkt, bis wir tatsächlich so einer vagen Geschichte hinterherrennen dürfen. Also schauen Sie sich das in Ruhe an und dann machen Sie sich auf die Strümpfe. Alleine? Ja, meinen Sie, ich schicke da eine ganze Kompanie mit? Ich muss heute dringend zur Inspektion. Sagen Sie dem Wirt die Sache auf den Kopf zu. Werden wir ja hören, was dran hängt. Ich hab keine Ahnung, Herr Kommissar. Wieder von 9000 Mark noch von so einem Herrn Glaser oder wie Sie sagen. Aber Herr Wolf, uns liegt eine eindeutige Aussage vor, nach der Sie die Summe in Verwahrung genommen haben. Ach so, und das hier nicht, um einen ehrlichen Jastrippenladen dicht zu machen, wie? Davon ist doch gar nicht die Rede. Wir wollen lediglich feststellen, ob... Ich bin Ihr Geschäftsmann, Herr Kommissar, und weiß, wie das heute ist, Sie. Ingwort von Schiebung in mein Lokal und ich bin der Konzession los. Kann Stehne kloppen gehen. Nee. Sie wollen mir also weismachen, dass Sie auch diesen Ausländer und den Johnny nicht kennen, ja? Ich will ihn ja nicht weismachen. Klar verkehren auch Ausländer hier. Berlin ist ja voll davon. Möglich, dass du ja mal ein Janove drunter ist. Aber wenn Vater Wolf hat merkt von krumme Sachen, fliehen die achtkantig raus. Meinen Sie, ich setze meine Existenz aufs Spiel? Und wie erklären Sie mir, dass dieser Glaser ausgerechnet Ihren Namen nennt? Kein Schimmer, Herr Kommissar. Aber das wird er beweisen müssen, will ich hoffen. Na ja, wer weiß, was sich dieser Mann aus Löwenberg da zusammengesponnen hat in seiner Not. Und wenn er die Wahrheit sagt und Wolf lügt? Wie wollen Sie das rauskriegen ohne weiteren Zeugen und Beweise? Und wozu? Ich hätte da schon eine Idee. Bitte? Dieser Glaser erwähnt dieselbe Annonce, die ich Ihnen neulich mal vorgelesen habe. Da, Schiffer RV263. Haben Sie das etwa ausgeschnitten? Aus dem Telegraph. Ja und? Na, das kann er sich doch nicht so aus den Fingern gesogen haben. Vielleicht liest er zufällig die Zeitung ebenso aufmerksam wie Sie. Für den Glaser bleibt sich's ziemlich gleich, ob er das Mehl einfach verschieben wollte oder kompensieren. Der sitzt so oder so an der Patsche. Für mich ist da ein Unterschied. Dem ging's vielleicht so wie uns. Hat einen Wagen auf dem Hof und keinen heilen Reifen dran als Fuhrunternehmer. Das müssen Sie aber dem Staatsanwalt erklären, nicht mir. Will ich ja. Außerdem wären da noch die Leute, die die Reifen verkloppen. Der Ausländer und dieser Johnny. Und wie wollen Sie die finden? Über das Inserat. Warum sollen wir uns nicht auch mal melden? Entsprechend getarnt und mit dem nötigen Kleingeld ausgerüstet. Ich wette, da ist was dran. Jetzt aber mal ehrlich, Gerber. Geht's Sie nun um den Glaser oder um die Reifen? Hätten Sie was dagegen, wenn dabei unser Schlitten wieder flott wird? Gerber. Na schön. Werde mal mit Inspektor Zabel über Ihren Vorschlag sprechen. Wenn der anbeißt? Na, das ist doch das Nächstliegende über das Inserat an die Leute. Sagen Sie mal, roter Ochse, verkehrte da nicht auch der Fleischermeister Rabe? Keine Ahnung. Haben Sie den immer noch nicht? Vorläufig auf Eis gelegt. Tja, wenn alles drinsteht in der Akte, dann... Alles, was ich ermitteln konnte. Den Namen der Frau, die die Annoncen aufgibt, finden Sie im Nachtrag. Ach, das ist schon klar. Na, sollten wir die nicht einfach hopp nehmen? Was wollen Sie ihr beweisen, Kollege Zabel? Ist wirklich was faul an der Sache und sie hält dicht, werden die anderen durch ihre Festnahme nur unnötig gewarnt. Na, da haben Sie auch wieder recht. Mein junger Kollege wird ja weinen, dass ich den Fall abgegeben habe, aber... Das ist doch wohl selbstverständlich, Wendorf.
So was können Sie mit Ihren Revierkräften doch gar nicht machen. Zugetraut hätte ich es uns schon, aber... Na, wir werden ja sehen, was rauskommt. Wir werden selbstredend informiert. Tja, dann... Guten Morgen. Kriminalanwärter Gerber, von dem der Vorschlag stammt. Ah, Ihr junger Mann. Muss ich noch die Sporen verdienen, was? Na dann alles Gute, junger Freund. Wiedersehen, Wendorf. Viel Glück. Was war denn das für einer? Inspektor Zabel vom Präsidium, der eben Ihren Reifenvorgang übernommen hat. Ach, das machen wir nicht selber? Sache der Spezialinspektion. Ihr Gedanke ist akzeptiert. Inspektor Zabel wird sich über das Inserat an die Leute heranpirschen. Da müssen Sie sich aber irren, mein Herr. Autoreifen bei mir? Nicht, dass ich wüsste. Aber die junge Dame hat mir doch gesagt, dass... Welche junge Dame? Nur die ich gestern zufällig in der Annoncenannahme des Telegraph kennengelernt habe. Ach so, Sie sind das. Ja, Verzeihung, Zabel mein Name. Hm. Spedition Zabel und Söhne Halbe. Werden Sie nicht kennen? Nee, bedauere. Alte Firma. Ich zahle 3.000 Bar auf den Tisch. 3.000 für einen neuen Pkw-Reifen? Da werden Sie wohl mindestens 5.000 anlegen müssen. So viel habe ich gar nicht bei mir. Ja, sehen Sie. Ich könnte natürlich morgen... Morgen. So ein Reifen ist rund, der will rollen und der Rubel auch. Geht noch heute weg wie warme Semmeln. Kann ich ihn nicht wenigstens mal sehen? Wenn er wirklich neu ist, kommt es mir auf 500 Provision nicht an. Tut mir leid, den Schlüssel zur Garage hat mein Chef und den treffe ich erst morgen. Dann können Sie den Reifen doch heute sowieso nicht mehr verkaufen. Ja, aber spätestens morgen früh. Wenn ich die 3.000 nun anzahle, bis morgen Mittag haben Sie den Rest. Ja, und wer garantiert mir, dass Sie pünktlich sind? Ich brauche doch den Reifen. Nee. Kann irgendetwas dazwischen kommen, dann stehe ich da und habe den Schaden. Nee. Was soll denn dazwischen kommen? Außerdem hätten Sie das Geld. Das auch noch. Naja, wir könnten höchstens Folgendes machen. Sie hinterlegen die 3.000 Mark in einem Safe beim Stadtkontor. Ja? Sie bekommen beide Schlüssel. Also, ja, gut. Ist der Reifen noch da? Erwarten Sie mein Chef und ich um 11 Uhr an der Bank. Wir bekommen die restlichen 2.000 Mark und die Schlüssel zum Safe. Sie die Ware. Gut. Klappt's nicht, holen Sie Ihr Geld wieder ab und hinterlegen die Schlüssel. Das wäre ein Weg. Sehen Sie das? Passen Sie mal auf, ich habe hier zufällig ein Kuvert bei mir. Ja? Darf ich mal um das Geld bitten? Ja, bitteschön. 1.000, 2.000, 3.000. Stimmt. So, sehen Sie, hier packe ich das Geld rein. Sie signieren den Umschlag. Ja. Hier bitte. Pardon. Hoffentlich gibt es keine Flecke. Aber tut mir aufrichtig leid, Herr Zabel. Ich glaube, keine Sorgen. Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. Entschuldigen Sie schon, aber nein, so was Inspektor Zabel aufs Kreuz gelegt. Eine schöne Schweinerei, die Sie uns da eingebracht haben. Aber das bringen Sie auch wieder in Ordnung, Wendorf. Das ist doch... Und wieso ich? Wer hat sich denn den vertauschten Briefumschlag in den Safe packen lassen? Sie oder ich? Handsigniert. 30 Blatt einfaches Zeitungspapier. Wenn Ihre Vorermittlung nicht so saumäßig gewesen wäre, wäre das nie passiert. Sie hetzen mich auf eine Schiebersache und was ist es? Ein ganz gemeiner Betrug. Jetzt schieben Sie die Schuld aber bitte nicht mir in die Schuhe. Sie haben... Wer spricht denn hier von Schuld? Das Geld muss wieder her, ehe die Sache an die große Glocke kommt. Das ist doch klar. Ich rechne da auf Ihre Unterstützung, Wendorf. Hört sich schon anders an. Gerber, kommen Sie bitte mal rüber. Ja, können Sie noch fertig machen. Ja, muss das sein? Ich muss ja wohl alles einsetzen, was Beine hat, um diesen Johnny ausfindig zu machen. Adresse habe ich. Nanu. Über die Bank ermittelt. Der Safe. Na, da sind wir ja schon ein Stück weiter. Deine Gegenüberstellung mit Ihnen, das heißt den Spediteur Zabel aus Halbe, so war es doch, und seine Komplizin müsste eigentlich reichen. Was ist? Guten Tag, Herr Inspektor. Tag. Hat's geklappt? Nicht ganz. Der Umschlag mit Zeitungspapier, da ist bisher die ganze Ausbeute. Zeitungspapier und keinen Reifen? Betrug, mein Lieber. Alles Betrug, wie es scheint. Ach. Aber wir kriegen auch das hin. Morgen früh holen wir uns Johnny. Was, morgen früh erst? Ja, inzwischen ist das Geld beim Teufel. Wenn wir ihn jetzt nicht zu Hause erwischen, wird er womöglich gewarnt. Hm. Und Sie holen zur gleichen Zeit die Dame, die die Annoncen aufgegeben hat. In Ordnung. Wo wohnt sie? Ganz in der Nähe. Friedrichsfelder 11, Rita Vogel, wenn Sie gleich notieren wollen. Rita Vogel? Ja. Haben Sie was dagegen? Nein. Ich dachte nur... Sie wissen, um 6 kann ich noch nicht hier sein, mein Zug. Bleiben Sie eben mal eine Nacht in Berlin? Auf dem Revier?
Wer ist denn da? Ich. Mach auf. Du, Heinz? Erwartest du jemand anderen? Ach, Unsinn, komm rein. Bist du versumpft? Oder wo kommst du denn jetzt her? Vom Revier. Ach, Nachtdienst. Ach, du Ärmster, warte, ich mach uns gleich einen Kaffee. Bitte bleib hier. Was ist denn los? Ich habe nur eine Frage. Hast du in letzter Zeit irgendwelche Annoncen aufgegeben? Wieso? Telegraph. Schiffer RV-263. Ja und? Also doch. Und ich Rindvieh falle darauf rein. Ja, sag mal, holst du mich aus dem Bett, um mir... Deshalb neulich die Fragen, als ich von dem Ausländer und diesem Johnny erzählte. Die kennst du doch, wie? Ja, bist du etwa eifersüchtig? Auf die? RV Rita Vogel. Habt ihr euch amüsiert, was, als der kleine Dussel von der Polizei auftauchte und ausgerechnet bei euch Reifen suchte? Darf ich vielleicht auch mal was sagen? Das wirst du sogar müssen. Ich habe den Auftrag, dich zu einer Vernehmung zu bringen, dich festzunehmen. Was hast du? Tut mir leid, aber ich will nur hoffen, du hast mich wenigstens nicht nur deshalb neulich mitgenommen. Sag mal, bist du verrückt geworden? Die haben sie verdient, Herr Kriminalanwärter. Aber gut. Als Heimkehrer auf dem LKW, als verhinderter Kraftfahrer, sehr gut gemacht. Als Liebhaber vielleicht ein bisschen zu wenig schneit, ja? Aber das ist mir ja nicht aufgefallen, leider, wie ich sehe. Bitte fass mich nicht an! Gemeine Methoden. Wenn Sie hier warten wollen, ich komme gleich. Ich protestiere gegen meine Festnahme, Herr Kommissar. Kann ich verstehen, Herr Kurz, aber bitte nicht bei uns. Darüber müssen Sie schon bei Ihrem Freund Papa beschweren oder bei sich selbst. Wer ist Papa? Ach, den kennen Sie nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aber Herrn Glaser kennen Sie. Tut mir leid, Sie müssen mich da mit jemandem verwechseln. Herr Zabel? Bitte? Na, fühlen Sie sich noch immer verwechselt oder... Das ist doch der Verrückte, der mich vorgestern im Rosenkaffee angequatscht hat. Na, hören Sie mal, nach dem haben Sie mich nicht gefragt. Werden Sie nicht unverschämt, ja? Sie erkennen den Mann auch wieder, Herr Zabel. Natürlich. Woher haben Sie mein Geld? Ich? Ihr Geld? Und die Schlüssel zu dem Safe haben Sie doch. Also ich muss... Wenn ich bitten darf, Herr Zeuge, Fragen stelle ich. Sie geben also zu, Herr Kurz, mit dem Zeugen vorgestern Nachmittag über den Verkauf eines Autoreifens... Ich gebe gar nicht zu. Der Mann da setzte sich an meinen Tisch... Erzählte was von einer jungen Dame, die er offenbar auch irgendwo angesprochen hatte und... Jetzt ist aber Schluss, Johnny! Ich bin nämlich nicht der dämliche Kleinstadtspediteur, für den Sie mich anscheinend immer noch halten. Ach, nee. Tja, diesmal sind Sie reingefallen, mein Lieber. Herr Zabel, bitte. Herr Kommissar, das sieht doch ein Blinder mit einem Krückstock, wer dieser Zeuge hier ist. Da denken Sie, mit dem anderen hätte ich mir so einen Scherz erlaubt. So, einen Scherz nennen Sie das. Wir nennen das Betrug. Ach, und wie nennt man das, was Sie gemacht haben? Anstiftung zum Schwarzhandel, oder? Also mit mir nicht. Wo ist das Geld? Immer mit der Ruhe. Habe nie die Absicht gehabt, es zu behalten. Bitte 1.000, 2.000, 3.000. Genauso gebündelt, wie es war. Wenn Sie bitte nachzählen wollen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie mit dem Theater bei mir durchkommen. Ich sage nur Telegraph Schiffer RV-263. Ja, und? Was ist damit? Kann ich mal den Brief sehen, Zabel, den Sie von Johnny oder Papa bekommen haben? Was für einen Brief? Ja, das würde mich auch interessieren. Den gleichen Brief, den Sie zum Beispiel Herrn Glaser geschrieben haben. Ich kenne keinen Herrn Glaser, das habe ich Ihnen doch schon mal gesagt. Aber die Dame kennen Sie, die mich zu Ihnen ins Rosencafé geschickt hat, nicht wahr? Ja, das ist möglich. Ich kenne mehrere Damen, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, welche Sie meinen. Sie werden bald Gelegenheit haben, Sie hier zu begrüßen. Wachtmeister! Führen Sie Herrn Kurz in die Zelle. Ist denn sowas möglich, Kollege Zabel? Erst fallen Sie bei der Gegenüberstellung aus der Rolle? Er hatte doch bereits zugegeben, dass er mir das Geld abgenommen hat. Um sich dann sofort geschickt auf den einmaligen Scherz mit dem längst durchschauten Kriminalisten zurückzuziehen. Und dann denke ich, Sie haben ein Beweisstück in der Tasche, mit dem ich ihn auf das Inserat festnageln kann, und stattdessen sind Sie rangegangen wie ein Anfänger. Also, Kollege Wendorf, bitte keine Beleidigung, ja? Nehmen Sie mir es nicht übel, aber es ist doch so. Den Burschen jetzt aus dieser Ecke wieder rauszukriegen. Ich wollte keine Zeit verlieren, deswegen habe ich die Vogel beim Telegraph direkt angesprochen. Ja, und die gewonnene Zeit setzen wir jetzt zwei- oder dreifach zu, wenn wir Glück haben.
Hier ist Frau Vogel, Kollege Wendorf. Sie sind das? Sie waren doch erst vor kurzem hier. Ja, leider. Warten Sie bitte draußen. Sie bleiben dabei, Gerber. Wie steht's denn? Nachher. Vielleicht schauen Sie mal ins Protokoll. Mach ich. Sie kennen die Vogel? Na Mann. Na, wenn ich mir von jedem Namen und Adresse merken wollte, mit dem wir mal zu tun haben. Kann nichts Erhebliches gewesen sein. Wo ist das Tätigkeitsbuch? Hier. Danke. Wie lange ist das her? Oh Gott. Da haben wir es ja schon. Rita Vogel. Razzia vom 7.6. vor dem Schlesischen Bahnhof. 2 Büchsen Butter. Da sehen Sie, ziemlich harmlos. Moment mal. Gerber, Heinz Gerber. Das ist doch nicht etwa... Unser Gerber kann sein. Den habe ich auf diese Weise kennengelernt. Na, nun wird's aber kriminell. Der war am gleichen Tag unmittelbar vor der Vogel dran. Hier, bitte. Reiner Zufall. Für mich nicht. Aber Kollege Zabel... Können Sie sich an seinen Rückzieher gestern Abend erinnern? Als er den Namen Vogel hörte, konnte er plötzlich um 6 noch nicht hier sein. Also, Wendorf, ich mache Sie verantwortlich, Wendorf. Damit Sie beruhigt sind. Gerber, kommen Sie bitte mal rüber. Na, da haben Sie sich ein schönes Kuckucksei ins Nest gelegt. Bitte keine Spekulation. Ist ja ein raffinierter Bursche, dieser Johnny. Und uns fehlt offenbar ein zwingender Beweis. So ist es. Aber uns interessiert jetzt etwas anderes. Kennen Sie Rita Vogel? Ja, natürlich. Ich meine, schon länger. Ist meine Frage nicht klar? Wir sind, das heißt, wir waren befreundet. Na, bitte? Und davon erfahre ich kein Wort? Ich wusste doch nicht, dass... Wir haben uns Anfang Juni kennengelernt, an dem Tag, als ich zurückkam. Bei dieser Razzia, rein zufällig. So, rein zufällig. Und rein zufällig hatten Sie auch keine Ahnung von dem, was diese Dame treibt? Nein. Aha. Und ebenso zufällig haben Sie gestern Abend den Auftrag übernommen, Ihre Freundin festzunehmen, obwohl Sie genau wussten... Ich habe gedacht, das muss ein Irrtum sein. So, so. Na, wir werden diese Irrtümer schon aufklären. Eine unangenehme Sache, Gerber, das ist Ihnen hoffentlich klar. Schicken Sie uns Frau Vogel rein. Sie bleiben natürlich so lange draußen. Setzen Sie sich. Danke. Sie wissen, weshalb Sie hier sind? Nein. Ich habe diese Annoncen aufgegeben und die eingehende Post abgeholt. Für ein paar Lebensmittel. Na, das ist alles, was ich weiß. Na also. Diesen Tipp hat Ihnen wohl Herr Gerber gegeben. Ich habe Sie was gefragt. Über Heinz Gerber. Oder wie dieser Herr wirklich heißt. Da wissen Sie doch wohl besser Bescheid als ich. Wahrscheinlich haben Sie sich diese Gemeinheit sogar ausgedacht, Herr Spediteur. Ich muss Sie bitten, sich zu mäßigen, ja? Was für eine Gemeinheit? Na, tun Sie doch nicht so. Wenn er schon den Auftrag hatte, sich mit Papa und Johnny zu treffen, wozu brauchen Sie mich da noch? Wer hat sich mit Papa und Johnny getroffen? Na, Ihr Herr Kriminalanwärter. Völlig außerdienstlich, wie er mir eingeredet hat, um mich auszuhorchen, wie? Und wann war das? Na, das wird doch wohl in Ihren Unterlagen vermerkt sein. Nehmen Sie einstweilen draußen Platz. Wir rufen Sie wieder. Was sagen Sie nun, Wendorf? Da muss ich ja in Watte fassen. Ist doch völlig klar. Und so einen Galgenvogel stellen Sie ein. Er kam doch gerade aus der Gefangenschaft. Woher soll er denn... Er war geschickt von seinen Freunden, um zu baldowern und zu warnen, wenn's Not tut. Reingefallen, Wendorf. Auch Sie. Glauben Sie mir's. Ist doch logisch. Gerber wusste, dass dieser Glaser geplatzt war. Damit ging das Reifengeschäft zu Ende. Zum Schluss sollten wir bluten. Aber wozu denn war Bahnspiel? Also, wenn das stimmt, quittiere ich den Dienst. Diesmal endgültig. Wache, Kriminalanwärter Gerber, bitte zu mir. Was? Seit wann? Danke. Gerber hat das Haus verlassen. Vor 5 Minuten. Brauchen Sie noch einen Beweis? Machen Sie auf, Herr Wolf! Nanu, sachte, sachte. Bei mir fängt der Tag um 10:30 an. Was denn Sie? Ist das Kuvert noch in Ihrem Besitz? Was vom Kuvert? Ich hab Ihnen doch gesagt. Seien Sie vernünftig, Herr Wolf. Es geht hier um einen handfesten Betrug und Sie stecken Ihren Kopf für eine Handvoll Papierschnitzel in die Schlinge. Wollen Sie nicht wenigstens reinkommen? Danke. Sehen Sie nach, es ist nicht ein roter Heller in dem Kuvert. Oder wurde der Umschlag etwa schon abgeholt? Ach, wie im Taubenschlag. Wo man...
Gott sei Dank, Sie sind da. Wo ist Kuvert von diesen Glaser? Er hat abgeholt? Nein. Ah, Glaser kaputt, Johnny kaputt. Sie geben Kuvert mir. Das gehört Herrn Glaser. Wenn du nicht geben, kommt Polizei und nimmt. Dann muss Johnny sagen, du vertauscht Geld mit Papier von Zeitung. Das wird er nicht tun. Mon Dieu. Der Mann, der wollte kaufen Reife ohne Geld. Ganz recht. Also von dem Betrug wusste ich wirklich nichts, Herr Kommissar. Ich dachte... Polizei? Nehmen Sie die Hände hoch. Verdammt, ich denke, du befasst dich mit alten Sachen. Mit Lumpen, habe ich gesagt, Papa. Gehen wir. Ich mache Protest. Ich verlange, Sie rufen an, amerikanische Kommandantur, aber sofort. Machen wir alles, Papa. Aber zunächst gehen wir mal zurück in die Zelle. Sie werden mich kennen, Herr Wachtmeister. Oh, ich bringe Sie vor amerikanisches Gericht, alle Mann. Das sind Menschen. Ich bleibe wohl doch im Dienst, Kollege Zabel. Tja, ich werde wohl hier nicht mehr gebraucht. Wenn Sie glauben, dass unsere Erfahrungen ausreichen. Na dann. Mahlzeit, meine Herren. Mahlzeit. Fertig, Gerber? Bitte? Die Beschuldigten Johnny Kurz und Spiridon Papadimitrapopoulos, genannt Papa, sind des fortgesetzten Betruges in mindestens 12 Fällen überführt und geständig. Sie erbeuteten dabei ca. 54.000 Reichsmark. Ein guter Einfall von Ihnen, nochmal zu dem Gastwirt zu marschieren. Alle Achtung. Ich dachte mir einfach, wenn Sie Inspektor Zabel so gelähmt haben, werden in Glasers Kuvert auch keine Wertpapiere stecken. Und da Glaser sitzt, musste dieses Beweisstück noch bei Wolf liegen. Das Einzige, das noch zur Verfügung stand. Und Papa hatte den gleichen Gedanken, als er von Johnnys Festnahme erfuhr. Das Einzige, was Ihre verdammte Disziplinlosigkeit entschuldigt. Diesmal noch. Tja. Und was machen wir nun mit Rita? Die wird wohl brummen müssen. Also war sie nach Ihrer Meinung doch an dem Betrug beteiligt? Nee, wieso? Also Sie sind ein komischer Heiliger. Gestern halten Sie mir eine Lektion über die Pflichten der Polizei im Falle Glaser und heute wollen Sie jemanden einsperren, von dessen Unschuld Sie überzeugt sind. Ja, jetzt? Das genügt doch, oder? Sie hörten Chiffre RV263 von Horst Gera. Die erste Folge einer Hörspielreihe, frei nach Akten der Berliner Kriminalpolizei. Die Personen und ihre Darsteller waren Heinz Gerber, Georg Thies, Kriminaloberssekretär Wendorf, Heinz Suhr, Inspektor Zabel, Wolfgang Brunecker. Rita Vogel, Ingeborg Krabbe, Papa, Gerd Biewer, Johnny, Hans-Joachim Hanisch, der Gastwirt, Maximilian Larsen, Glaser, Jochen Thomas und andere. Musik Siegfried Schäfer. Schnitt Monika Buley. Ton Hans-Jürgen Wollermann. Regieassistenz Barbara Plensat. Regie Helmut Molek.